Herzlich willkommen zur Schlacht vor der Halle der Magie. Ein kurzer Rückblick. Vor ein paar Tagen ist es Silas gelungen, die Halle der Magie zu erobern und Rasan den Titel des Großmeisters abzunehmen. Rasan jedoch lässt das nicht auf sich sitzen und er versucht jetzt mit einer neuen Armee die Halle der Magie wieder zurückzuerobern. Mit mir dabei heute ist Chris. Hallo Chris, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Hey, Fred. Wir zoomen schon auf die Halle der Magie drauf und ich bin sehr, sehr gespannt, was das heute wieder wird. Ich erwarte einiges mehr diesmal von Rasan, weil er Zeit hatte, sich auf diese Schlacht vorzubereiten. Ich glaube, das hatte er vorher nicht und er kennt mittlerweile auch die Armee, gegen die er spielt. Und letztes Mal sah es ja echt nicht wirklich so gut für ihn aus. Ich bin gespannt, was er diesmal reißen kann. Ich erhoffe mir von Rasan heute auch eine bessere Leistung. Das letzte Mal war es wirklich eine sehr einseitige Partie und Rasan eigentlich nicht wirklich Mittel, Silas Armee etwas entgegenzusetzen. Und wenn er jetzt den Versuch startet, die Halle zurückzuerobern, sollte er da schon mit besseren Mitteln gegen ihn kommen. Ja, und das sieht auch bisher schon wesentlich besser aus als vorher. Also Silas hat einen relativ standardisierten Start gehabt, aber Rasan kann diesmal direkt von Anfang an dagegen halten. Spielt zwei seiner zivilen Soldaten und kann dementsprechend direkt Silas hier etwas entgegensetzen und kann direkt noch einen Elf raushauen in seinem Zug. Also er hat zumindest mal den Vorteil, dass er mehr Kreaturen jetzt auf dem Feld hat. Und Silas, es scheint, als hätte Silas diesmal ein bisschen ernstzunehmenderen Gegner. Also im Moment hat Rasan ganz klar die Überhand auf dem Feld und deswegen greift der Silas auch direkt an, der den Angriff durchlässt. Es sieht im Moment sehr danach aus, als würde dieser Kampf anders verlaufen als der letzte. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen knapper. Silas schafft es hier tatsächlich nochmal sein Leben ein bisschen hochzupumpen, seine Kreatur zu verstärken. Das ist ja auch sehr standardmäßig, haben wir auch schon gesehen. Und er wird versuchen, so lange zu überleben, bis seine Kreaturen eben entsprechend stark genug sind. Und Rasan hingegen, so wie ich das hier sehe, gerade bei dem Zauber, den er jetzt auch spielt, versucht anscheinend auf Masse zu gehen und versucht so viel wie möglich aufs Feld zu bringen, um es gegen Silas ziehen zu lassen. Und das ist, denke ich, eine sehr gute Strategie gegen diese Armee von Silas, da Silas mit vor allem einzelnen Kreaturen arbeitet, die er stärker macht. Und da ist es für ihn natürlich schwierig, wenn Rasan mit vielen Kreaturen angreift, die alle blocken zu können. Und die Verzauberung, die Rasan eben gespielt hat, hilft ihm auch noch mehr Kreaturen ins Spiel zu bringen. Also der Effekt besagt, dass Kreatur-Tokens, wenn sie ins Spiel kommen, doppelt so viele ins Spiel kommen und dadurch wird Rasan wahrscheinlich mehr Kreaturen, als er jetzt schon hat und mehr Kreaturen sowieso als Silas auch in Zukunft behalten. Ja, aber sein Problem ist jetzt ganz klar, dass er die Kreatur, die Silas immer weiter hochpusht, nicht wirklich blocken kann. Also er hat das Problem, dass er diesen Schaden eben tatsächlich aufhalten kann. Und dementsprechend wird das schwierig, wenn er da jetzt keine Kreaturen bekommt, die eben entsprechend fliegende Kreaturen blocken können. Das wird so ein Problem und er muss gucken, dass er da schnell eine Lösung findet. Ich glaube, Rasan möchte aber auch gar nicht blocken. Klar, er bekommt zwar Schaden, aber sein Deck arbeitet mit seinen Kreaturen, die er auch dazu benutzen kann, um mehrere Kreaturen zu spielen. Das bedeutet, er tut alles dafür, um seine Kreaturen am Leben zu halten. Und deshalb hat er sich auch dafür entschieden, im letzten Zug anzugreifen, weil er weiß, selbst wenn seine Kreaturen getappt sind, er wird sowieso nicht mit ihnen nächste Runde blocken wollen. Und nicht können. Silas weiß das aber auch und deswegen versucht er hier so schnell wie möglich vorzugehen. Also er versucht, so viel Schaden wie möglich rauszuhauen. Hat jetzt natürlich das Problem, dass
Rasan den Seraph der Massen spielt, der natürlich seine Kreatur blocken kann. Aber der Seraph der Massen ist momentan noch nicht stark genug, ohne selbst kaputt zu gehen, die Kreatur von Silas zu blocken und dementsprechend noch ein bisschen Zeit hat Silas, aber wenn er sich nicht beeilt, dann könnte das echt problematisch werden, weil Rasans Schlachtfeldseite wird immer stärker. Also Rasan muss jetzt, um die Oberhand zu gewinnen, einfach nur noch weiterhin Kreaturen spielen, sodass sein Engel so stark wird, dass Silas nicht mehr vorbeikommt. Genau, wobei der Seraph halt, also Rasan hat trotzdem das Problem, Silas hat jetzt zwei Kreaturen auf dem Feld, er könnte nur eine blocken mit seinem Seraph der Engel und er hat nicht mehr viele Lebenspunkte zur Verfügung. Das ist jetzt so ein Spiel der Abwägung, das er hier fahren muss. Wie schaffe ich das am besten? Ich muss Kreaturen raushauen, aber muss auch aufpassen, dass ich nicht diese Lebenspunkte so schnell wie möglich auf Null bekomme. Er hat den Angriff eben schon wieder durchgelassen. Das bedeutet, Silas Kreaturen sind beide 4-4. Das würde heißen, wenn er nächste Runde nicht blockt, wäre er tatsächlich schon besiegt. Also muss da jetzt in diesem Zug was Gutes kommen oder er muss seinen Engel doch opfern. Und da tappt er alles, sogar den Engel. Jetzt bin ich gespannt, wo das kommt. Okay. Ich kann es noch nicht so ganz nachvollziehen, was er hier gerade macht. Ich bin mir nicht sicher, was er vorhat. Er bringt jetzt sehr, sehr viele Kreaturen aufs Spiel, auch sehr, sehr starke Kreaturen. Er kann aber mit diesen Kreaturen nicht blocken, weil sie keine Flugfähigkeit haben. Er kriegt ja doppelt so viele Kreaturen. Und ich meine, das ist schon sehr beeindruckend, was hier passiert. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie ihm das jetzt weiterhelfen soll. Er hat auch keine Mana mehr, um irgendwas gegen diese angreifenden Kreaturen von Silas machen zu können. Ich bin mir echt nicht sicher, was er da jetzt gedacht hat. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau. Das könnte eventuell ein Fehler gewesen sein. Er hat zwar jetzt ganz klar mehr Kreaturen und stärkere Kreaturen, mit denen er Silas überrennen könnte, aber er hat keine Möglichkeit zu blocken. Ja, und Silas pumpt jetzt nochmal, also Silas geht auf Nummer sicher, er pumpt nochmal seine Kreatur richtig, richtig schön auf, greift mit beiden an und ja. Das war's tatsächlich. Rasan lässt durch. Er hat diese zweite Chance auch wieder verspielt, hat die Halle nicht zurückbekommen und damit ist Silas weiterhin Großmeister.